Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das Projekt Gereinigtes Kobold geht nach wie vor weiter. Es ist unglaublich, aber wir sind mittlerweile schon so weit. Schaut euch mal das Chaos hier an. Wir sind so weit, dass wir es eigentlich nur noch einen Haufen zerkleinertes Eisen brauchen. Und dann bekommen wir schon mal das Kobold in der Reinform. Das müssen wir natürlich dahinter bringen und weiterverarbeiten. Aber wir haben das jetzt mit den ganzen Flüssigkeiten erstmal. Das heißt, wir müssen Eisen holen. Und Eisen ist... hier. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir haben Wasser in der Nähe. Es gibt einige Rezepte, wie wir das Eisen holen können. Oder uns rausholen können. Mal schauen. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Ich lege das einfach wieder so einen wunderhübschen Steg nach hinten. Vielleicht sollte ich natürlich auch gleich ein bisschen Strom mitnehmen. Wir können auch Eisen produzieren mit Wasser irgendwie. Das geht. Wir müssen uns das gleich mal anschauen, wie wir das machen. Und dann müssen wir natürlich auch mal gucken, welche Quellen das sind. Ich glaube, das sind keine guten Quellen. Ja, so passt das schon. Ja, ein bisschen gehen wir noch vor, so. Ich glaube... Ne, Moment mal, ich hole den Strom her, dann komme ich auch wieder hoch. Hätte natürlich auch den von da drüben herziehen können, naja. Wunderbar, ich setze mal einfach einen hierher. Und dann muss ich eigentlich nur... dich kurz wegboxen. Oh, das sind sogar gute Quellen, die hier auch. Oh ja, geil. Dann könnt ihr vielleicht sogar eine reichen. Wir brauchen 200 Eisen. Vielleicht sollte ich jetzt mal nicht so verschwenderisch immer sein, weil mir gehen langsam die Eisenquellen auch tatsächlich aus. Also zumindest die in der Nähe. Dann, das schaut sehr gut aus. Die Höhe, oder? Jawohl. Wir könnten sogar vielleicht noch eins höher gehen, aber es passt schon. Ah, eine Reihe machen wir noch. Und dann kann ich auch den hier abreißen. Und hier mal vernünftig einen hinsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Rezept nehmen wir? Oder wie machen wir das? Auf jeden Fall... ja, ist eigentlich egal, oder? So... MK2-Bohrkopf auf jeden Fall. Und jetzt würde rauskommen dieses hier. Wenn ich aber jetzt sage, ich nehme das Schmelzmodul, was kommt denn dann raus? Okay, das wollen wir nicht. Schmelzmodul brauchen wir auf gar keinen Fall. Wo ist der? Hier. Wenn ich das zerkleinere Modul drauf tue. Was habe ich jetzt gemacht? Gewuschtfingert. Dann kommt raus... zerkleinertes Sitastiratite, zerkleinert aber schon, okay. Ich brauche aber oben Eisen, richtig? Oh Mann, ich hätte es mir merken sollen. Aber das können wir schnell rausfinden. Nee, das hier brauche ich tatsächlich. Okay, cool. Dann hau mir mal hier Strom drauf, in der Hoffnung, dass da 200 rauskommen. Und es kommt Gestein raus, das ist gar nicht schlecht. Okay, tatsächlich, es kommt 240 raus, sehr geil. Sehr, sehr, sehr cool. Das heißt, wir könnten die Quelle da hinten uns erstmal sparen. Und das Förderband reicht ja auch. Moment mal, wie machen wir das jetzt am blödsten? Ja. Wir fusionieren das auf der Seite hier zusammen. Dann kommt hier das Eisen raus und hier müsste das Eisen rauskommen. Das ist eins zu weit, ach, das ist immer... Und dann gehen wir mit dem Eisen. So dahin. Irgendwie, genau. Was das wäre, denke schon. Und von hinten müsste ja theoretisch das Gestein kommen. Irgendwas ist aufgeplatzt. Hm.
Da war doch irgendwas. Oder war das er? Naja. Ja, das ist halt Mist. Wie komme ich das so irgendwie hin? Auch nicht schön. Naja. Geht mit Sicherheit anders, aber es passt perfekt. Wunderbar. Ja, geil. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so gut läuft. Und vor allem, dass wir auch noch Gestein bekommen, weil das ist schon sehr wichtig. Ich gehe mal hoch. Und könnten wir heute tatsächlich, unter Umständen, wenn nichts schief geht, das gereinigte Kobalt bekommen. Das wäre so geil. Gut, aber ich denke mir mal, mir werden gleich die Förderbänder oder irgendwas ausgehen. Nee. Moment mal. Ich muss eins weiter. Sonst komme ich an den Strommasten nicht vorbei. Gleiches Spiel auch hier. Das halbwegs passt. Nee, das passt null. Na, ja, das könnte passen. Ja, genau. Gut. Ich war vorhin letzte Mal Schrauben holen. Und die sind schon wieder aus. Wahnsinn. Also Schraubenverschleiß nicht mehr normal. Gut, aber nicht so schlimm. Dieses Mal haben wir auch mehr Platz. Das heißt, ich kann den ganzen Scheiß hier mal wegschmeißen. Das heißt, wir haben jetzt halt wirklich mehr Platz für Eisenzeug, für Förderbänder und so weiter und so weiter. Genau. Hier kommt auch ziemlich wenig an, kommt mir so vor. Aber eigentlich müsste das schon passen. Lol. Okay. Das darf ich jetzt auf gar keinen Fall vergessen, dass ich das Band noch setze. Gut, ich hab auch die Befürchtung, dass das hier ein bisschen wenig ist. Es ist alles so ein bisschen wischiwaschi bei mir. Wir kommen hier aber irgendwie hin. Irgendwann mal. Gut. Das Katerium-Zeug ist voll. Bei dem Nickel, das dauert noch ein bisschen gut, aber wir müssen auch warten, bis dann erstmal das ganze Kobalt fertig ist. Das dauert eh. Schaut mit Foundations aus. Da habe ich eigentlich noch. Aber wir brauchen das hier. Und dann brauchen wir... Wir könnten mal gucken nebenbei. Schaut hier aus. Nämlich mit 90 Stück. Geil. Also ich glaube, die gehen uns jetzt so schnell nicht mehr aus. Für das ganze normale Bauen zumindest. Schaut es hier bei den Förderbändern aus? Ja, es kommen noch welche. Sehr gut. Hier geht auch nichts aus, oder? Das ist schon sehr knapp. Müsst man beobachten. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass das... Ach nee, Moment mal. Das kommt ja von oben vom Auto. Das kommt immer so schubweise. Okay, passt. Glaube ich zumindest. So, das Rest wird aufgefüllt, oder der Rest wird aufgefüllt mit Schrauben und so weiter. Schaut es dann sonst noch aus? Ich bräuchte eigentlich noch Eisenplatten auch noch und diese eiserne Bleche. Jetzt habe ich schon so ein großes Inventar. Gut, aber meinst du, es ist auch wirklich immer so zugemüllt? Die kann... Ja, wohl, dann brauche ich es wieder irgendwann. Eins weg. Noch irgendwas gesehen, was weg kann. Egal. Nee, egal nicht, aber... Gut. Machen wir es so. Jetzt habe ich 2000 Stück. Das sollte erstmal reichen, aber ich weiß ganz genau, dass es nicht lange reichen wird. Dann hier... Wo ist das angefangen? Hier, das kann weg. Und das kann weg. Bäm. Bäm. Und noch Eisenplatten. Noch irgendwas, was weg kann. Hm, nee. Die 5 hier.
Gut. Sollte reichen. Mir kommt es irgendwie so vor, als wenn es permanent dunkel wäre. Aber ich befürchte, ich täusche mich. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Jetzt will ich aber nochmal hier schauen. Geht das nicht voll? Gibt es hinten bei der Stahlträgerproduktion ein Problemchen? Das wäre fatal. Aber der hier ist voll. Ja, da hat auch einer gesagt, das müsste ich anders machen. Da hat auch komplett recht. Ich sollte eigentlich einen Überschuss hier in die Lager leiten. Weil wenn ich ein bisschen Überschuss habe, dann werden die Lager auch voll. Und so wird es halt immer die Hälfte, wenn ich irgendwas abzwick, da reingelagert. Und theoretisch geht das ja dann verloren, wenn das Lager voll ist. Zum Beispiel hier. Auch hier ist noch fast gar nichts drin. Naja, was heißt fast gar nichts? Reicht auf jeden Fall. Wie dem auch sei, weiter geht's. Ich will heute das gereinigte Kobalt haben, unbedingt. Und wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Ah, das habe ich schon so oft gesagt und dann war es totales Drama. Moment mal. Hier, das Band fehlt. Genau. Und dann kann ich eigentlich gleich, wenn ich eh schon hier bin... Was ist das? Ja. Das zerkleinerte Gestein da anschließen. Da bekomme ich ein Problem. Das ist nicht ganz... guck mich, das macht gleich. Da werde ich wieder so einen komischen Bogen ziehen müssen. Ja. Das heißt, ich brauche hier wieder Platz. Dann ziehe ich hier einen Bogen. Da funktioniert das wunderbar. Nicht schön, aber es funktioniert. Perfekt. Abgeschlossen. Sehr geil. Wir produzieren Kobalt. Cool. Und verdammt viel Eisen. Ist aber nicht schlecht. Und Magnesium. Das Magnesium würde ich eigentlich gerne dahinter bringen. Aber ich lagere das jetzt, glaube ich, erstmal hier ein. Genau, jetzt muss ich schauen, wo was rauskommt. Das ist Eisen. Dann ist in der Mitte wahrscheinlich... Was ist in der Mitte? Ich sehe es nicht. Moment. Hier Magnesium. Okay, gut. Und geht das so? Langsam aber sicher bekommen wir das hin. Wird das dann funktioniert? Jetzt muss ich mal ganz kurz gleich gucken, wie jetzt hier der nächste Arbeitsschritt ist. Aber ich glaube mit dem Erzwäscher, richtig? Moment. Produktion. Erzwäscher. Kobalt. Genau. Das heißt 60 Kobalt. Wie viel kommt denn eigentlich raus? Perfekt. Sehr gut. Das machen wir aber hinten bei der anderen Anlage. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt, dass wir das, den Rest noch irgendwie zusammenfusioniert bekommen. Ja, Moment mal, wie machen wir das? Wir fusionieren jetzt mal das hier zusammen. No, das ist mein Eisen. Immer dem Blatt schon wieder aus. Hoffentlich kann ich die zwei Lager bauen. Schaut gut aus. Bäm, dann wird das schon mal eingelagert.
Das gleiche müssen wir jetzt mit dem Magnesium machen. Da muss ich jetzt bloß mal gucken, wie wir da am blödsten rumkommen, aber machen wir es so. Irgendwie geht das immer. Na, das könnte sogar richtig gut sein. Ist es aber nicht. Das Magnesium werde ich wahrscheinlich dann irgendwo anders hinbringen, weil ich habe schon jetzt zwei Lager mit Magnesium. Jetzt machen wir das mal hier so hin. Genau. Zack, dann kommt hier noch einer her. Dann bekommt er auch noch Strom. Und dann haben wir es. Wunderbar. Geil. Jetzt, ich würde sagen, wir gehen einfach straight durch. Wir müssen ganz auf die andere Seite, da wo die Lüfte sind. Ungefähr. Ich würde aber gerne mittig vom von der Foundation gehen. Da komme ich aber jetzt so wieder nicht hin, oder? Ja, wir machen das. Das ist... Nee. Da mache ich lieber so einen hässlichen Bogen. Gut. Hier können wir mal so drüber gehen. Muss ja nicht immer ein Lift sein. Jetzt geht vielleicht der Strom aus, aber ist nicht so schlimm. Gut, da hinten wird es nochmal ein bisschen tricky, weil wir gucken müssen, wie wir das mit dem Wasser machen und mit diesem verdreckten Wasser, was rauskommt. Ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Mal gucken, wir werden eh wahrscheinlich die Eisenplatten gleich ausgehen, obwohl... Ja, okay, so ultra weit ist es gar nicht. Über mir links werden es quasi... Also hier wird schon das ganze Zeug eingelagert. Natürlich, direkt vor mir ist ein Baum, klar. Ja, wir sterben müssen. Ja, das passt doch perfekt. Wir kommen ziemlich gut an. Müsste jetzt hier irgendwo sein. Warte, ich gehe mal hoch. Ja, ich habe Angst, dass ich abstütze. Ach ja, wir gehen außen rum. Aber das sollte machbar sein. Hier hätten wir übrigens auch nochmal Eisen. Scheiße. Gut zu wissen. Genau, hier ist unsere Anlage. Und ich sehe schon wieder, scheiße. Das hat mir schon so oft das Genick gebrochen hier. Es ist einfach zu viel Wasser drin. Kann das sein? Hier ist übrigens Kalkstaub, der wo gebraucht wird. Haben wir doch einen Verbrauch. Das Wasser ist voll. Jetzt geht's wieder weiter. Das machen wir jetzt mal schnell, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Ja. Es ist so... Nee, Moment mal. 30. Brauch noch eine zweite Anlage davon. Glaube ich. Ja. Wir stellen wir jetzt einfach mal hier her. Genau, hier kommt das Dreckwasser. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am blödsten machen, weil... Ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Kreuzung irgendwie. Vielleicht so, genau.
Dann gehen wir da runter. Und, Moment, Strom. Das passt ja eh perfekt. Dann gehen wir hier rüber, zack. Und hier rein. Gut. Dann wird jetzt hier theoretisch nochmal... Der produziert auch wieder Wasser. Ekelhaftes Gebäude. Oh Mann. Dann hier. So. Das bekommen wir irgendwie hin. Da mache ich mir keine Gedanken. Ja, obwohl, vielleicht sollte ich mir schon Gedanken machen. Das Wasser kommt von oben. Genau. Wie viele Erze kommen da raus? Immer nur sehr wenig. Das heißt, wir hauen das jetzt mal hier noch mit drauf. Dann haben wir unsere Produktion nochmal angekurbelt, was die Erze angeht. Aber eigentlich hätte die das schaffen sollen. Aber vielleicht war es ein bisschen zu knapp. Nicht so schlimm, aber wir produzieren ja eh nochmal so verdrecktes Wasser. Wir brauchen eh nochmal eine zweite Anlage. Das passt dann schon. Gut. Jetzt ist die Frage, von wo... Wo bauen wir die Anlage hin? Ich brauche nämlich einen Erzwäscher. Produktion. Wenn wir das so machen. Kobalt. Dann kommt das verdreckte Wasser. Das geht dann... hier drauf. Hoffe ich. Moment, machen wir mal so. Gleich Strom. Er braucht auch noch ein bisschen Wasser, okay. Das heißt... ich glaube, ich muss gleich nochmal zum Wasser hintergehen. Da können wir aber noch ein bisschen rumspielen. Das sollte jetzt aber eigentlich kein Problem sein. Ja, das sage ich so oft, aber... genau das ist eigentlich das Problem gewesen, warum hier nichts mehr läuft. Das ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, ist ja klar. Wir kommen das nicht anders hin. Auch wenn ich über... das so mache. Nee. Und wenn ich von der anderen Seite gehe... geht auch nicht. Ach man, okay, dann bleibt es halt so. Ja, so nicht. Genau, das ist jetzt Wasser. Obwohl, es ist nicht so schlimm. Und von unten kommt jetzt theoretisch das Kobalt. Und das Kobalt geht hier raus. Ups. Noch einen Meter vor. Und mit hier mit drauf funktioniert. Boom. Läuft doch wie am Schnürchen, wollte ich schon sagen. Nein, Mist. Jetzt. Gut, jetzt müssen wir nur noch das Koboldband herholen. Und ich hoffe, Moment mal. 15 Kalkstaub und der braucht auch 15, das heißt 30. Wie viel produzieren wir? Wahrscheinlich 20 oder so. Mehr als genug. So, hier ist das Loch. Oh, meine Foundation ist gar nicht so weit weg. Na. Perfekt. Mehr oder weniger. Moment mal. Ja, ich muss auf jeden Fall noch so und so. Ganz Unsinn muss hier weg. Gut. Und das Loch wieder dicht machen. Das heißt, wir schauen, dass wir mittig bleiben von der Foundation. Und ziehen das Band hinter. Das ist schon noch ein Stück. Ich
glaube aber, das könnte reichen. Und dann müssen wir nochmal her und hinter, also da wo wir ganz am Anfang mit dem Biowasser gearbeitet haben, müssen wir mal hin und schauen, ob das mit dem Wasser reicht. Aber eigentlich schon. Da müssen wir bloß beim Regler ein bisschen rumdrehen. Sehen wir gleich. Na komm schon. Und was ich auch unbedingt machen will, obwohl es wahrscheinlich keinen Sinn macht, ich würde gerne dieses Erz abbauen. Das ist halt arschweit weg, aber einfach nur, damit ich in den Forschungsbaum weiterkomme, weil der Forschungsbaum schaut so geil aus, so groß. Klassiker Schrauben. Klassiker. Egal, wir sind nicht so weit weg. Schon wieder 2000 Schrauben verballert. Heftig. Jetzt müsste auch mehr von diesem ganzen Katerium, Erzzeug und Nickel und was weiß ich alles ankommen. Und der Rest reicht. Gut. Und wie geht's danach weiter? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Wir müssten eigentlich warten, bis das alles vollgelaufen ist. Gut, es wird nicht so lange dauern. Also das heißt vollgelaufen. Ich brauche halt unbedingt 1000 von diesem Kobaltzeug. Und dann geht's weiter mit der Forschung. Denn wir hätten noch viel zu tun. Wir müssen die Farm noch machen. Wir müssen es mit den Schnecken noch machen. Aber ich würde das erst gerne alles machen, wenn wir Strom haben, so richtig. Und dazu brauche ich halt eben die Forschung erstmal. Ich weiß noch, ich habe vor 20 Folgen oder so gesagt, ich will endlich die MK2-Generatoren und Turbinen haben. Und da hatte ich noch nicht gedacht, dass es so ein Aufwand ist. Allein dieses mit dem Schwefel da oben holen, mit dem Zug und alles. Gut. Jetzt legen wir das letzte Stück Band noch. Und dann gucken wir mal. Dann müssen wir oben mal kurz durchrechnen, wie viel Wasser wir brauchen. Tatsächlich brauchen. Weil irgendwie geht das sicher nicht immer ganz auf. Das ist ein Problem. Ich habe aber lieber ein bisschen zu wenig Wasser als zu viel Wasser. Gut. Passt. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Der rastet schon wieder völlig aus. Na, jetzt nicht mehr. Oh. Oh, 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 oh. Geil. Moment mal. Moment. Ganz wichtig jetzt. Nicht dumm. Ja, aber. Ich habe was gesehen. Und zwar, es gibt ganz selten, ich zeig's euch gleich, Moment. Solche Hunde, ich zoome mal dran, die haben hinten ein Jetpack drauf. Und wenn ich ihn töte, habe ich das for free. Ist tot. Nein! Warum bekomme ich... Doch. Hehe, geil. Geil, 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 geil. Gehen wir nachher gleich hin. Ich habe ein Jetpack. Und das können wir noch gar nicht machen eigentlich. Ja. Also, wenn ihr so ein Viech seht, die sind echt selten, ich weiß auch gar nicht, wie viel es davon gibt, nicht mit der Hand draufhauen, weil das macht einmal kurz Boom und dann seid ihr weg. Ah gut, aber egal, ihr habt ein Jetpack. So, komme ich das wieder hoch? Moment mal, ich mache das Loch hier nochmal weg. Weg.
Gut. Das Kobalt müsste es eigentlich gleich ankommen. Darauf würde ich jetzt mal ganz kurz warten noch. Ich kann es auch mal so reinhauen. Ah, jetzt kommt es eher an. Genau, verdrecktes Wasser. Wir haben jetzt insgesamt verdrecktes Wasser. 30 und 90, 120. Und die beiden machen theoretisch 150. Damit bin ich safe. Aber ihr seht schon wieder, hier ist Wasser vollgelaufen. Das ist schlecht. Und dann wird hier nichts mehr produziert. Wir haben einen Wasserverbrauch. Ja, ich habe ja zwei Pipelines. Das ist schlecht. Das ist... Ich hätte das mit MK2 machen sollen, da habe ich mir einen besseren Überblick. Aber naja, so ist das jetzt mal. Nur mal. Hier habe ich einen Wasserverbrauch von 90. Das ist auch total egal, weil da kann das Wasser durch volllaufen. Richtig? Nee, kann es nicht. Nee, doch. Hier brauche ich Wasser, das ist gut. Und hier kommt das Wasser wieder raus. Und geht hier wieder rein. Und hier ist das Wasser allerdings voll. Das ist schlecht. Und hier auch. Und dieses Wasser, was hier kommt, das kann verlaufen. Okay, Moment mal. Wir brauchen Wasser. 90. 120. Minus 40 sind 80. Nochmal 40 sind 40. Wenn die alle zu 100% laufen, was aber nicht passiert, glaube ich. Das heißt, wir brauchen bloß 40 Kubik Wasser. Weil da kommt echt so viel Wasser raus. Ich dachte, das ist weniger. Dann ist das natürlich klar. Gut. Ich gehe zur Pipeline mal hinterher. Und ich schaue mal, was ich da eingestellt gehabt habe. 40 Wasser brauchen wir theoretisch. Das ist nicht viel. Oh, ich bin so froh, dass ich das Jetpack jetzt gefunden habe. Moment mal, Pipeline, ist die richtig? Die Villa ist es. Gut. Das mit dem Jetpack ist natürlich jetzt auch geil, weil ich da mal wirklich erkunden gehen kann. So, die mittlere. Oh. Die mittlere. Welche mittlere ist das? Die hier. Das heißt, die beiden hier. 0,6. Ja, das geht nicht auf ganz 0. Also, man kann schon auf 0 stellen. Aber das stellt sich irgendwie wieder auf 0,6 hoch irgendwann, ja. Und 40, das ist zu viel. Dann machen wir hier mal ein bisschen weniger. Lieber... Ja, lieber so. Dann sollte das aber jetzt eigentlich laufen. Hat das eh schon fast gepasst? Oder vielleicht hat es noch nicht wirklich gepasst. Aber es läuft voll. Gut, die Schlacke ist jetzt voll gelaufen. Also nicht die Schlacke, sondern das verdreckte Wasser. Hm. Mal gucken. Und wir müssen auf jeden Fall noch das Lager einrichten hinten bei dem Kobalt. Das kann sein, dass das natürlich jetzt alles voll staut. Oh ne, hier ist ja kein Strom, aber geht trotzdem. Naja, voll Schaden. Genau, er staut sich voll, weil da hinten nichts eingelagert wird. Ah, das müssen wir noch schnell machen. Ja, viele bunte Smarties hier. Genau, und zwar kommt hier rein das Kobalt. Alles Unbestimmte. Hier reinigt das Kobalt. Jetzt müsste alles wieder weiterlaufen. Ja, wunderbar. Gut, ich sollte vielleicht mal gucken, ob das Band nicht ein bisschen zu überfüllt ist. Aber eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, mal gucken. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wir dann Wasserprobleme bekommen könnten, wenn das Band einfach zu langsam ist. Also hier kommt raus 60, das sind 180. Okay, das ist schon mal viel.
180 plus. Wir machen es so. 60 sind 240. Ja. Hier kommt zwar nicht mehr allzu viel, aber das ist. Auch ne, die Reihe gehört auch noch dazu. Das sind 20, 30, 40, 50, 55 ungefähr mal 200. Das Band ist zu langsam. Okay. Gut zu wissen. Aber theoretisch sollte das jetzt funktionieren erstmal. Hoffentlich. Weil direkt das Wasser wird produziert, klar. Das wird aber weniger. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon die nächste Baustelle. Hier müssen wir auch unbedingt anfangen, MK4-Bänder zu legen. Das haben wir schon 230er-Sachen. Ja. Doof, doof, doof. Gut. Jetzt würde ich sagen, gleich anziehen. Ja, für den Schweberucksack, okay. Dann gehen wir mal hinter zu unserem Ölfeld und holen uns nochmal ein bisschen Treibstoff. Gibt es eigentlich einen zweiten Slot? Nee, gibt's nicht, oder? Den zweiten Körperslot? Das wäre natürlich geil, aber da hat man ja irgendwann alles an. Dann ist mir hier. Nee, das glaube ich nicht. Dann können wir auch übrigens mal gucken, weil ich habe ja hier das Magnesium jetzt halt auf schnell, schnell mehr oder weniger eingelagert. Magnesiumpulver ist das, glaube ich, oder Granulat, keine Ahnung. Und da haben wir ja hier noch. Da wird übrigens das Gewebe ist eingelagert, das ist auch gut. Das sollte eigentlich schon fast voll sein, oder? Ist voll. Geil. Endlich habe ich mein gereinigtes Kobalt. Schwerte Geburt. Magnesiumgranulat. Ist es das gleiche, was wir da hinten haben? Weil dann würde ich das gerne auch hier drauf fusionieren. Hier haben wir nochmal Magnesium. Gut, das wird weiterverarbeitet. Ja, aber warum eigentlich? Einfach nur so. Naja, gut. Passt. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt hier noch genug an von allem? Ich glaube schon. Jetzt habe ich euch nicht gezeigt, wo das jetzt ist. Vor lauter Aufregung wegen dem Fettpack war das, glaube ich. Naja, von hier ist es gar nicht mehr so weit weg. Aber ich glaube, dass das total bewacht ist oder in der Höhle oder sonst irgendwo. Wir kommen in der ganzen Sache schon etwas näher. Voll geil. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, tatsächlich auch mal irgendwann das Treibstoffband hinterzulegen. Und ich gehe einfach immer hierher und fülle auf. Weil wenn ich das einmal voll mache, reicht das ja. Ja, die werden auf der ganzen Karte angezeigt. Das ist schon ultra krass. Hier. Ein Stück sollte eigentlich reichen, oder? Fettpack. Geil. Obwohl, wenn man sich dran gewöhnt hat, mit einem Schweberucksack ist auch nicht mehr so geil, weil jetzt ist schon wieder Saft leer. Naja. Aber wir kommen schon ein paar gute Sachen vom Abseits meiner Fabrik entlang. Was ist eigentlich hier? Warum stoppt das hier so? Ich will es gar nicht wissen. Gut. Dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Wir machen auf jeden Fall die Forschung fertig, den Meilenstein. Da kommt jetzt, glaube ich, 100 pro Minute raus. Oder 60 auf jeden Fall. Da sollten jetzt schon ein paar hundert da sein. Da machen wir auf jeden Fall den Meilenstein fertig. Und gucken, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das könnte hoffentlich ziemlich einfach, was ich mir nicht vorstellen kann bei der Mod. Aber wir werden sehen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.